Nächster Redner ist der Kollege Michael Leutert für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister Rösler, für den Haushalt kann ich mich nicht bedanken, aber für die Zuarbeit immerhin. Sie haben Anfang des Jahres, ich zitiere jetzt aus der FAZ vom 2. Februar, prophezeit, Zitat, wenn es mir nicht gelingt, ein vernünftiges Gesundheitssystem auf den Weg zu bringen, dann will mich keiner mehr als Gesundheitsminister haben. Nun, Herr Minister, ich denke, es ist soweit. Und Sie sind der Beliebtheit abgestürzt, eben weil Sie kein vernünftiges Gesundheitssystem auf den Weg gebracht haben. Ganz im Gegenteil, was Sie hier machen, ist die Zerschlagung der letzten Reste des einstmals solidarischen Gesundheitswesens. Und als Haushälter interessiert mich ja in erster Linie der sparsame und gerechte Umgang mit unseren Steuergeldern. Und im Etat, Kollege Schurer hat es schon beschrieben, sind 15,8 Milliarden Euro. Davon sind 15,3 Durchreiche an die Krankenkassen. Diese Zuschüsse brauchen Sie natürlich auch, eben weil Sie Ihren Job nicht gut gemacht haben und keine solide Finanzierungsbasis auf die Beine gestellt haben. Zu Ihrer Ehrenrettung muss man natürlich Folgendes sagen. Leider, Sie haben ein Gesundheitssystem vorgefunden, welchem man den Strick schon um den Hals gelegt hatte. Diesen Job hat damals die Große Koalition vollbracht unter einer SPD-Gesundheitsministerin. Damals wurde die Minikopfpauschale und der Gesundheitsfonds eingeführt. Aber Sie, Herr Rösler, Sie haben die Schlinge letztendlich jetzt zugezogen, indem Sie nämlich die vollen Kopfpauschalen einführen, nach oben hin offen. Und Frau Flach, wenn Sie dann erklären als Beruhigung, es gebe ja einen Soldatausgleich, wenn die Kopfpauschale die 2% der Bruttogrenze übersteigt, dann muss man natürlich Folgendes dazu sagen, und das verschweigen Sie letztendlich. Es wird nicht in jedem Fall alles über den 2% gewährt, sondern es gibt nur einen, nach einer Berechnungsformel einen Zuschuss. Und das bedeutet letztendlich, dass die Kopfpauschale sehr wohl auch über die 2%-Grenze des Bruttoeinkommens steigen kann. Dazu komme ich noch. Das Ergebnis, was wir jetzt vorfinden, ist ja Folgendes. Die Arbeitgeberbeiträge werden eingefroren und Arbeitgeber zahlen nur noch einmal. Der einfache Arbeitnehmer dafür bezahlt in Zukunft viermal. Er bezahlt zum einen seinen Arbeitnehmeranteil an die Krankenkassen, er bezahlt die Kopfpauschale, er bezahlt die Zuzahlung und die Praxisgebühr und er bezahlt über seine Steuergelder, die er zu entrichten hat, auch den Steuerzuschuss. Und das heißt letztendlich, Millionen von Menschen haben nächstes Jahr eben nicht mehr netto vom Brutto, wie es Ihre Partei immer propagiert in der Tasche, sondern wesentlich weniger Geld. Aber das können Sie 2013 ja dann Ihren Wählerinnen und Wählern erklären. Das alles machen Sie, weil es eine Finanzierungslücke von ungefähr 10 Milliarden Euro im Gesundheitssystem gibt. Das stimmt erstmal. Was aber nicht stimmt, ist, dass Sie das Geld, was Sie jetzt mehr einnehmen wollen, nämlich die Kopfpauschale, zum Stopfen dieses Loches benutzen wollen, sondern ganz im Gegenteil war es vielmehr, dass Sie auch im Gesundheitswesen die Umverteilung von unten nach oben kräftig betreiben. Und das sieht man daran, oder vielleicht können Sie es mir anders erklären, dass erstmalig seit 1949 die Beitragsbemessungsgrenzen, also die Höhe des Einkommens, ab der der Versicherte nicht mehr prozentual beteiligt wird, gesenkt werden. Oder warum senken Sie erstmalig seit 1949 die Versicherungspflichtgrenzen? Das heißt, die Höhe des Einkommens, ab der man sich dann nicht mehr pflichtversichern, sondern in die private Krankenkasse wechseln kann. Warum wird das gesenkt? Diese Grenzen, ja, Gesetze sind zum Ändern da, wie wir ja hier sehen. Und diese Grenzen sind EU-unsolidarisch, das erzählen wir Ihnen schon lange. Weil Sie nämlich die Finanzstärksten aus dem Solidarprinzip entlassen. Sie verzichten aber hier, indem Sie diese Grenzen senken, noch auf Extraeinnahmen. Ich dachte aber, es gibt hier eine Finanzierungslücke und aus diesem Grund wird die Kopfpauschale erhoben. Sie können mir natürlich auch gerne erklären, warum Sie auf die 30 Milliarden Euro Einnahmen der privaten Krankenversicherung verzichten. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe nämlich während der Haushaltsverhandlungen darum gebeten, dass ich mal einen Bericht bekomme mit Zahlen, Überlegungen, die im Ministerium angestellt worden sind, welche Alternativen es denn vielleicht zur Kopfpauschale geben würde. Und da habe ich lediglich, mit Rechenbeispielen, da habe ich lediglich eine DIN A4-Seite bekommen, keine Zahl drin, aber zwei sehr bemerkenswerte Sätze. Der erste Satz ist,
Die Bundesregierung hält eine Verbeitragung aller Einkünfte im Sinne einer Bürgerversicherung zur nachhaltigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung nicht für zielführend. Und da würde mich natürlich aber nun noch mal interessieren, was Ihr eigentliches Ziel ist. Denn der Öffentlichkeit erzählen Sie ja immer, das Ziel dieser Reform wäre das Schließen der Finanzierungslücke. Wahrscheinlich haben Sie aber ein anderes Ziel. Der zweite bemerkenswerte Satz ist, die Bundesregierung ist der Auffassung, dass sich das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung im Sinne eines freiheitlichen Gesundheitswesens bewährt hat. Ich frage mich, welches freiheitliche Gesundheitswesen Sie meinen. Ich befürchte, Sie meinen das freiheitliche Gesundheitswesen auf der Ausgabenseite, nämlich dort die Freiheit der Pharmaindustrie, uns ihre Preise zu diktieren. Arzneimittel sind der zweitgrößte Ausgabenposten im Gesundheitswesen und auch, weil sie in Deutschland doppelt so teuer sind zum Teil wie in anderen europäischen Ländern. Doch genau an dem Punkt greifen Sie eben nicht ein, sondern Sie machen natürlich wieder Lobbypolitik, genauso wie bei der Atomlobby, jetzt zur Pharmalobby, Stichwort Arzneimittelgesetz. Und unterm Strich bleibt letztendlich, ob Ihnen das gefällt oder ob Ihnen das nicht gefällt. Sie zerschlagen das Solidarprinzip weiter. Zweitens, der Otto-Normalverbraucher zahlt kräftig drauf. Und drittens, der Haushalt, also der Steuerzahler, wird dadurch auch weiterhin belastet. Und das lehnen wir Linken ab und deshalb werden wir auch Ihren Haushalt ablehnen.